So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen und Hallo zu Animal Control. Beim letzten Mal haben wir uns größtenteils nur geärgert. Jetzt hören wir aber auf mit dem Ärgern und lassen uns hier lieber überraschen von Gegnern, die einfach so aufploppen. Ja, gar nicht mehr über dem, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Das waren einfach sehr nervige Sachen. Aber egal, Primärkandidatenprogramm. Da sind wir richtig, denn unser Bruder wollte uns ja die Wahrheit zeigen und die wollten wir herausfinden. So, also, es ist im Endeffekt das Nachfolgeprogramm, wie man eben den nächsten Direktor finden sollte. Und genau, dieses Programm hat ja unser Bruder hier durchleben müssen. So, immer weichen die nicht aus, wenn man auf die ballert hier. Machst echt wieder saumäßig gut, Mann, hier. Bin so stolz auf dich, Mädel. So, wo ist dieser Kackball, Mann? Oi. So, naja. Zumindest, wie gesagt, unser Bruder wollte hier dann uns etwas zeigen, was es hier auf sich hatte mit diesem... genau diesen Ereignissen, wie man eben hier den nächsten Chef macht und was das mit ihm gemacht hat. Dieser Scheißball, man ist mir jetzt scheißegal, ich spinne jetzt drauf, Mann. So. Schön, wenn meine Objekte meine Deckung kaputt machen. Und dann auch nicht treffen. So. Und bam. So. Gut. Leichter als gedacht. Der war jetzt nicht so unbedingt schwer. Und die sind auch eigentlich nichts. So. Ein kleines Objekt geschmissen und sonst sind sie wieder platt. So, jetzt sollte es auch wieder ein bisschen besser laufen, denn jetzt folgen wir straightforward einfach der Story. Und wenn man straightforward der Story folgt, dann geht es eigentlich immer. So, hier hat irgendwas geleuchtet. Jo, da sind wir dann richtig. Oder auch nicht. P6. Ich wünschte damals in Ordnung, wäre alles anders gelaufen. Aber Wünschen ändert nichts. Ordinary. Ich muss den Projekt. So viel läuft in diesem Fall zusammen. Ein neues Objekt der Macht, eines, das wir noch nie gesehen haben. Und wenn ich das sage, dann heißt das etwas. Und der Junge, Dylan Faden, Primärkandidat 6. Und die Schwester auch. Ich meine, sobald wir sie kriegen, doch der Junge, so viel Potenzial. Wir sehen nur auf Messwerte hier. Aber ich will ihn ja gar nicht erwähnen. Das sind völlig andere Umstände hier. Das ist epochal. Es gab einen Vorfall. Ja. Wir haben ein wertvolles Teammitglied verloren, ja. Zu starke Kraft. Dylan hat zu viel davon. Weil er ist ein Kind. Das ist meine Schuld. Ich war zu hart. Jungs sind nun mal so. Er ist einzigartig und unter enormem Stress. Roberts ist tot. Ein tragisches Unglück, nichts weiter. Marshall muss das verstehen.
Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Klingt ja sehr aufbauend hier. Hat er versucht, sich da selbst damit zu überzeugen? Oder Marshall oder wen auch immer? Keine Ahnung. Okay, so. Wie es aussieht, wir wandern jetzt einfach dahin, wo die Treppen sich ein wenig verändern. Das sieht immer sehr gut aus. So, oder auch nicht. Nee, Leute, es ist eigentlich, wäre das ein geiler Ort zum Kämpfen hier. So. Hast du es jetzt nicht eingesammelt? Schleuderenergie kostet minus 24. Ich glaube, ich habe ein besseres Schleuder, oder? Nee, habe ich nicht. Dann müssen wir wieder irgendwann einen Schmarrn kaputt machen. Komm. Zack. Und komm, schleudern. Tu mal ab. Tu mal drauf, weil schleudern ist eh mein Lieblings. So. Da ist auch noch irgendwas. Aber auch wenn uns das jetzt hier etwas über den gesagt hat, keine Ahnung, wo es wieder weitergeht. Leute, ich mag doch immer keinen roten Pfeil haben, wo es lang geht. Aber ganz ehrlich, es zeigt einfach die Mitte von diesem Kackraum. Ich weiß ja nicht, was man suchen soll nach dem Tierprojekt. Ja, super Info. Gehen wir mal da an. Da ist Security. Toll. Jetzt gehe ich wieder raus. So. Ja, das sind die. Die Puppen, die mag ich nicht. Die sind nicht so cool. Ja, schick mal kurz drauf, komm. Aber die mag ich nicht. Die sind nicht so cool, Mann. So. Gut. Oh, Zusammenfassung. Bright Falls. Das wird mal interessant. Bright Falls. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist nämlich der Ort, wo Alan Wake hier gespielt hat. Das ist ganz cool. Alice Wake, Mr. Wakes Ehefrau, es passiert ja sogar auf einem Weg, egal, wurde im Zuge der Ermittlungen der Behörde gefunden. Sie wurde befragt und evaluiert. Sie zeigte Anzeichen für ein schweres Trauma in Form von Gedächtnisverlust. Sie wurde später an eine behandelte Institution vermittelt. Es wurde geschlossen, dass sie während der Manifestation des Grenzbereichs im Selbigen gefangen war. Nennenswerte Einzelpersonen, die mit den Ergebnissen in Bright Falls, falls noch immer vermisst werden, sind FBI-Spezialagent Robert Nightingale, der ist gestorben, den hat die Finsternis getötet, und Dr. Emil Hartman, den hat die Finsternis auch getötet. Das war der von dem Heim für besondere Menschen, und der wurde dann auch verschlungen. Siehe Greatest Dilemma und die Akte bezüglich des Cauldron Lake Lodge. Behördenforscher glauben, dass das Ereignis das Ergebnis der starken Wahrnehmung einer subjektiven Realität von Mr. Wake stammend darstellt, die mit unserer eigenen überlappte. Wake wurde als möglicher Partisaner vorgemerkt. Siehe Akte zum Premier-Diadekt-Programm für weitere Informationen. 2011 erschien in der Roundabout Press New York und Olympia ein Buch von Clay Stewart mit dem Titel Die Alan Wake Akten. Agenten befragten Clay Stewart und hegten den Verdacht auf geringe patrilianische Sensibilität. Er wurde bis auf weiteres unter Beobachtung gesetzt. Anmerkung: Am Cauldron Lake wurde eine Überwachungsstation eingerichtet, welche die Behörde über zukünftige Aktivitäten berichten soll. Ja, Leute, sagt mir, was mit Ellen passiert ist. Ich weiß nur, es ist kein See, es ist ein Ozean. Und was heißt das? Klärt's mich auf, liebe Leute. Wir müssen den Projektor finden. Meine ständige Paranoia. Ich hatte recht. Die Behörde hätte die Antworten gehabt. Aber sie blieben stumm und sahen nur zu. Wir haben immer dort gespielt. Dylan und ich. Und die anderen Kinder. Wir liebten es. Dieses Mal, ich weiß noch, war anders. Wir fanden einen Weg,
tiefer hinein, als hätte es sich bewegt. Wir gingen rein und haben dort den Dia-Projektor gefunden. Eine Müllhalde ist ein Ort für Dinge, die nicht mehr gebraucht und weggeworfen werden. Haben Sie sich auch mal so gefühlt, Jessie? Was? Nein! Ja, aber das hat nichts damit zu tun. Gab es in Ihrem Haus einen Dia-Projektor, als Sie ein Kind waren? Dafür sind Sie noch zu jung, ja. Aber hat sich Ihre Familie zusammen irgendwann mal Fotos angesehen? In welcher Form auch immer? Vielleicht. Wann war das? Wissen Sie das noch? Bei Partys? Beim Grillen? Wie fühlten Sie sich dabei? Haben Ihre Eltern Fotos gezeigt, die Ihnen peinlich waren? War bei diesen Partys Alkohol im Spiel? Haben Ihre Eltern getrunken? War Ihnen das unangenehm? Nein, das ist Blödsinn. Hören Sie auf. Das hat nichts damit zu tun. Gar nichts. Der Dia-Projektor... Ich möchte Sie fragen, haben Sie als Kind je von Welten in Bildern geträumt? In einem Gemälde vielleicht? So, dass Sie in ein Bild steigen könnten, in eine versteckte Welt flüchten und dort Abenteuer erleben? Ich... Weg von Ihren Eltern? Ich denke nicht. Ich weiß nicht mehr. Vielleicht. Ich weiß nicht. Unsere eigenen Aufzeichnungen, was die das Bureau hier über uns hatte. So, ich hoffe, wir können Forschung, Synchronizität, Multimedia, Hotline, Fallakten. Genau, das will ich nämlich haben. So, gewandelte Objekte. Wo ist denn der Schriftverkehr? Findet man das jetzt nicht? Ja, na gut, dann machen wir das nicht. Ist wurscht, dann gibt es halt keinen Bericht über Jessie Faden. Ich hätte den gern gelesen. Aber der ist weg. So, hier gibt es nichts. Außer lustige Stimmen, die wir wieder hören. Und... Ah, toll. Hier untersuchten sie, was in Ordinary passiert ist. Hier sollte ich anfangen zu suchen. So, wieso haben... Also, ich glaube, die Saphire, über den das... Ich sage, es gibt so viel, was in diesem Spiel niemals erklärt wird. Ist das Level. Und wenn ich mir überlege, dass dieser Fungus Level 9 hatte, weiß ich, dass der deutlich stärker war. So. Bam. Schön, wieder mal nichts getroffen. So, du gehörst mir. Weil da unten sieht es gar nicht so cool aus. Da hätte ich gerne einen Verbündeten, aber leider ist der zu langsam. Okay, dort unten ist das, was uns den, glaube ich, zeigen wollte. Die Frage ist, was wartet auf uns? Etwas Schönes, etwas Nettes? Na, natürlich nicht. Darf ich nochmal kurz davor auf die Toilette? Ich dachte, wäre Toilette. Ein einziges Mal in diesem Kackspiel schaue ich nicht, was im Aufzug ist. Und einmal in diesem Kackspiel kommt da so ein scheiß Ding rausgefahren. Ich bin hier. Als würde es mich wundern. Als würde es mich wundern. So, naja, Versuch Nummer 2. Gehen wir nochmal da rein. Dylan und ich waren beide Pionierkandidaten. Experimente. Sehr unterschiedliche, sicher. Aber beide irgendwie gefangen. Bin ich jetzt frei? Oder sind das Haus? Wieso man die übernehmen kann, das verstehe ich auch nicht, weil es lohnt sich ja echt gar nicht. So. Hauptsache, es kommt keine Energiekugel. Nur keine Energiekugel.
Bäm. Oh, das macht so schön Schaden, die Granaten. Komm, Schild weg. Schild weg. Weg mit dir. Dafür, dass du mich angeschossen hast. So. Muss nur sicher gehen. Wenn da jetzt noch einer wäre, dann hätte er nämlich auf den geschossen. So. Und was auch immer da hinten ist, das sieht interessant aus. Zurück nach Hause, zurück nach Audrey. Okay, wir tun uns jetzt hier erstmal das Upgrade holen. Interessieren tut mich eher, was danach noch kommt. Schleudert schwere Objekte und Gegner, wenn sie noch wenig Leben haben. Das ist cool. Das im... DDD-Scheibe um den Bereich für... Oh, es muss einen Weg geben, die Schienen zu bewegen. Vielleicht gibt es einen Steuerpunkt. Malige Kampfsituation schon wieder. Ja, wir sterben. Wir müssen gar nicht hier rummachen. Wir sterben. Wir haben null Chance. Es ist so geil, Mann. Man kommt immer in irgendwelche Scheißareale, weiß nicht, was auf einen zukommt, geht dahin hinter der Deckung, man wird abgeballert, beziehungsweise man hat gar keine Deckung. Gib mir die Punkte, schau, die brauche ich jetzt ganz dringend. So, komm. Alter Falter, Mann. Sitzt auf deinem Stuhl. Okay, natürlich kann man es von oben nicht drehen und man muss es wieder unten drehen. Das ist ja klar. Das war mir schon bewusst. So, aber ihr seht, beim nächsten Upgrade können wir schwere Objekte nehmen. Das heißt, wahrscheinlich können wir dann so einen Stapler schmeißen und das ist eigentlich ganz cool. So. Gehen wir dann. Bridge Operator. Jo, genau, da müssen wir glaube ich hin. So. Zack. So, dann gehen wir da hoch. Schon da lang. Wenn man weiß, dass die da sind, sind sie natürlich nicht schlimmer, wenn man nicht weiß, dass da einer von denen rumhaut. Der Fungus, oder? Ha. Okay. Bitte. Lass mir raten, auf der anderen Seite ist nochmal so ein Fungus. Oh, es bewegt sich nicht. Es ist blockiert. So, das war klar. Wenn wir den Mama-Fungus töten, verschwinden dann eigentlich alle Fungi in diesem Spiel. Das wäre sehr cool. So, der da unten kann für Chaos sorgen, das ist mir auch wurscht. Hauptsache, ich darf da jetzt lang. So, Leute, bevor wir jetzt aber weiter marschieren, erstmal eine kleine Karte und beim nächsten Mal geht's weiter mit Control. Bis dann, ciao.